and flight level 310 to Marlow. Lufthansa 3447, radar on French terminal 2 cells. 182, Lufthansa 3447, cells. Radar checking up, Lufthansa 3447, RS3420. Lufthansa 3447, cancel flight number 240. Can you get a 240, Lufthansa 3447? Wir sind hier auf dem Weltflughafen Frankfurt-Rhein-Main. Jeden Tag landen und starten hier mehr als 1000 Flugzeuge. Allein 200 Flugzeuge der deutschen Lufthansa. Und hier soll unsere Reise 5 Tage durch Europa mit dem Airbus 320 beginnen. Wir werden Sie nun einladen zu diesem Flug und gehen zu unserem Flight Operation Center der deutschen Lufthansa. Dort wird der Flug vorbereitet und dort werden wir auch unsere Kollegin, unseren ersten Offizier Barbara Paul, treffen. Es ist Mittagszeit an einem Tag im Hochsommer. Im Flight Operation Center der Lufthansa treten die Co-Pilotin Barbara Paul und Flugkapitän Kurt Becker ihren Dienst an. Hier erhalten die Piloten wichtige Strecken- und Wetterinformationen, die von Dispatchern gesammelt und aufbereitet werden. Wir haben heute Unions die 18 und die 07, das ist ein bisschen Crossverkehr, da kann es auch ein bisschen Delay geben. Am ersten Tag des 5-tägigen Umlaufs geht es zunächst nach Lissabon, dann wieder zurück nach Frankfurt und am Abend noch nach Mailand. Bis demnächst. Wollen wir noch tauschen? Du nach Lissabon, ich nach Montreal. Was noch übrig bleibt, wie gesagt, der Slot. Entweder kriegen wir den gleich nach dem Briefing oder ich schicke ihn euch für Akkas. Okay. Tschüss, danke. Im Anschluss an die Flugvorbereitung im Dispatch gehen die beiden Piloten zum Briefingraum, wo sie sich mit der Kabinenbesatzung treffen. Guten Morgen. Wir haben uns schon gesehen. Grüß dich. Becker. Grüß dich, hallo. Eine Crew wird für jeden Umlauf neu zusammengesetzt, sodass es nur ein Zufall ist, dass sich die meisten der Besatzungsmitglieder bereits aus früheren Einsätzen kennen. Während des Briefings werden Besonderheiten und Verfahrensabläufe besprochen, um eine reibungslose Zusammenarbeit der Crew zu gewährleisten. Kurt Becker, der als Flugkapitän die Gesamtverantwortung an Bord hat, wendet sich mit ein paar einleitenden Worten an die Besatzung. Die Anstrengung. Wichtig ist die Kommunikation, auch wenn wir hinten klingeln. Wir klingeln nicht, um Kaffee zu bestellen, sondern dann ist tatsächlich irgendetwas, wo wir gerne Informationen haben möchten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die Cockpit-Tür ist nicht verschlossen. Nach dem Briefing wird die Crew zum Flugzeug gebracht. Für Lufthansa-Besatzungen gibt es in Frankfurt dafür einen eigenen Buspendelverkehr, der vom Crewkeller unter dem Flight Operations Center ausgeht. Während des Umlaufs wird es bei der Besatzung einige Wechsel geben. Nur Kurt Becker und Barbara Paul werden alle 5 Tage zusammenarbeiten. Wir werden uns daher im Wesentlichen auf die Arbeit der beiden Piloten konzentrieren. Eine knappe Stunde vor der geplanten Abflugzeit kommen wir an unserem Flugzeug, dem Airbus A320 mit dem Namen Rostock an. Der Airbus A320 ist eines der modernsten Verkehrsflugzeuge der Welt und wird bei der Lufthansa seit 1989 eingesetzt. Durch den konsequenten Einsatz von Computertechnologie wurde die Arbeit der Piloten im Cockpit nachhaltig verändert. Wir werden auf diesen wichtigen Punkt später zurückkommen.
Auch wenn ein Hightech-Flugzeug wie dieser Airbus perfekt gewartet wird, vor jedem Flug führt einer der beiden Piloten einen kurzen Außencheck durch. Eine Routineaufgabe für Barbara Paul, die seit 1991 Co-Pilotin auf dem Airbus A320 ist. Inzwischen sind Frauen in den Lufthansa-Cockpits keine Sensation mehr. Aber über die ersten Frauen, die 1987 zur Ausbildung an der Lufthansa-Verkehrsfliegerschule zugelassen wurden, haben Presse und Fernsehen in aller Ausführlichkeit berichtet. Barbara Paul war die 12. Frau, die in diese Männerdomäne einbrach, und mittlerweile sind fast 30 der insgesamt etwa 3000 Lufthansa-Piloten Frauen. Okay, so give me a call back when you're ready to start again and contact April. Inzwischen ist es 2:15. Alle Flugvorbereitungen sind abgeschlossen und unser Airbus wird von einem Schlepper rückwärts vom Flugsteig weggeschoben, um dann aus eigener Kraft zur Startbahn zu rollen. Während des Pushbacks werden die Triebwerke nacheinander angelassen. Kapitän Becker betätigt dazu die Startschalter, die in der Mittelkonsole hinter den Schubhebeln angebracht sind. Der Start nach Lissabon erfolgt heute auf der Startbahn 1.8. Bis zum Startpunkt muss der Airbus zunächst etwa 3000 Meter rollen. Für die relativ lange Flugstrecke nach Lissabon werden 7,5 Tonnen Sprit benötigt. Dazu kommt noch eine Sicherheitsreserve, sodass insgesamt 12,2 Tonnen Kerosin an Bord sind. Weil die Maschine außerdem mit 144 Passagieren voll besetzt ist, werden wir ein hohes Abfluggewicht von 72,9 Tonnen haben. Genau 18 Minuten nach dem Pushback erhalten die Piloten die Startfreigabe und Kurt Becker schiebt die Triebwerkshebel nach vorn. Mit aufheulenden Motoren setzt sich der Jet in Bewegung. Bei 290 Stundenkilometern ist die Abhebegeschwindigkeit erreicht und der Airbus steigt in steilem Winkel in die Höhe. Die Steigrate im Initial Climb direkt nach dem Abheben beträgt trotz des relativ hohen Gewichts 3400 Fuß pro Minute. Das entspricht 17 Metern pro Sekunde. Der Airbus ist auf dem Weg nach Lissabon nun etwa eine Stunde in der Luft. Die zugewiesene Flughöhe ist Flight Level 330, etwa 10.000 Meter. Seit kurz nach dem Start steuert der Autopilot die Maschine und im Cockpit geht es nun relativ ruhig zu. Viele Laien glauben daher, dass ein hochmodernes Verkehrsflugzeug wie der Airbus A320 praktisch alleine fliegt. Wir können einmal manuell das Flugzeug steuern, wie bei diesem Modell mit dem Sidestick, übrigens sehr komfortabel. Und wir können es über die automatische Flugführung steuern, das, was der Laie Autopilot nennt. Und wir haben dort viele Möglichkeiten, über verschiedene Tastaturen, über so ein Panel, bestimmte Parameter dem Autopiloten einzugeben. Sie sind natürlich als Pilot dafür verantwortlich. Der Autopilot weiß nicht, wann man das Fahrwerk fahren muss, wie schnell man anfliegen muss, wann man eine Höhe verlassen muss. Das müssen Sie ihm alles sagen.
Und bei besonders schlechten Wetterbedingungen ist es sogar so, dass wenn Sie die automatische Flugführung, also den Autopiloten, benutzen, die Verfahren, die Sie einhalten müssen, teilweise sogar komplizierter für den Piloten sind, als wenn Sie bei relativ gutem Wetter wie heute die Maschine manuell wie ein kleines Flugzeug auf einen Verkehrsflughafen zusteuern. Anflug auf Lissabon. In knapp 1000 Metern Höhe wurde der Autopilot ausgeschaltet und Kapitän Becker steuert das Flugzeug nun von Hand. Sichtanflüge wie dieser sind bei den Piloten auch deswegen sehr beliebt, weil sie dabei die Landeeinteilung etwas flexibler vornehmen können. Dass der Anflug auf die Runway 03 über dicht besiedeltes Gebiet führt, lässt sich bei diesem Anflugverfahren allerdings nicht vermeiden. Number 3881, stand is Delta 1. Airlights 403, behind the landing aircraft on final Iberia aircraft, line up and wait behind runway 03. We line up behind landing, airlight 403. In Lissabon ist nur eine knappe Stunde Aufenthalt vorgesehen und die Crew kann nur eine kurze Pause machen. Kaum hat die Maschine die Parkposition erreicht, beginnt für die Piloten daher schon wieder die Flugvorbereitung für den Flug zurück nach Frankfurt. Gleich nachdem die Passagiere ausgestiegen sind, geht dieses Mal Kurt Becker aufs Vorfeld, um den Airbus zu checken. Auch für den Flug zurück nach Frankfurt werden die Rollen getauscht. Barbara Paul wird dann die Maschine fliegen, während er ihr dabei assistiert. Kurt Becker ist mit seinen über 12.000 Flugstunden schon ein alter Hase. Vor über 20 Jahren hat er als Co-Pilot auf der Boeing 737 angefangen, war dann Co. auf der Boeing 747, dem Jumbojet. Dann wurde er Kapitän auf der Boeing 727 und ist nun seit 1989 Ausbildungskapitän auf dem A320. Wir sind wieder zurück in Frankfurt und befinden uns im Anflug auf die Runway 25 Right. Auch auf dieser Strecke ist die Maschine voll besetzt. Außerdem haben wir noch 1,5 Tonnen Fracht und eine halbe Tonne Post dabei. 50, 30, retard. Um 9:30 geht es weiter nach Mailand. Vorher wird allerdings noch unplanmäßig das Flugzeug gewechselt. Das neue Flugzeug ist ein Airbus A321, der 7 Meter länger ist und mehr als 180 Passagieren Platz bietet. Der Wechsel ist nötig, weil morgen früh von Mailand aus mehr Fluggäste als zunächst gebucht nach Deutschland fliegen wollen.
Das Cockpit in dieser Maschine sieht genauso aus wie das des A320 und auch die Flugeigenschaften sind sehr ähnlich. Daher können die Piloten auf beiden Typen eingesetzt werden. Nach 57 Minuten Flug kommen wir auf dem Flughafen von Mailand an. Von hier aus geht es mit einem Crewbus zum Hotel und als wir dort eintreffen, müsste es kurz vor Mitternacht. Bei den heutigen drei Flügen waren wir insgesamt etwa 5 Stunden in der Luft und haben dabei fast 5000 Kilometer Strecke zurückgelegt. Ein routinemäßiger Arbeitstag geht zu Ende. Es ist kurz nach 14 Uhr am nächsten Tag. Mit dem Crewbus wird unsere Besatzung aufs Vorfeld direkt zum Flugzeug gebracht. Viel mehr als den Flughafen und das Hotel haben wir von Mailand nicht gesehen. Der Airbus, mit dem unsere Besatzung gestern hierher geflogen ist, ist schon seit dem frühen Morgen wieder unterwegs. Wir übernehmen eine andere Maschine, die gerade aus Frankfurt eingetroffen ist. Heute stehen 4 Flüge auf dem Programm. Zunächst fliegen wir zurück nach Frankfurt, dann soll es nach Leipzig weitergehen, dann wieder zurück nach Frankfurt und abends schließlich noch nach Wien. Bei der Kabinenbesatzung hat es inzwischen einige Wechsel gegeben. Und auch heute Abend in Wien werden noch 4 der 6 Stewardessen mit dabei sein, die nun den Flug nach Frankfurt begleiten. Und während noch Essen und Getränke neu beladen werden, ein Reinigungsteam den Airbus säubert, gibt unsere Purserette den Stewardessen ein paar Informationen über den Flug nach Frankfurt. Barbara Paul und Kurt Becker sind indessen noch mit der Flugvorbereitung beschäftigt. Bei den Berechnungen stellt sich heraus, dass der Start heute noch in den zulässigen Limits liegt. In Mailand steht eine Bahn mit 2440 Meter Länge zur Verfügung. Das ist nicht viel bei den hohen Temperaturen von fast 40 Grad Celsius, Seitenwind und einer vollbesetzten Maschine. Sie ist jedoch ausreichend für den sicheren Start des Airbus A320. Von den Vorgängen im Cockpit bekommen die Passagiere nur wenig mit. Daher sind nicht zuletzt die Freundlichkeit des Kabinenpersonals und der Service an Bord für das Image einer Airline mit entscheidend. Unser Airbus startet heute auf der Runway 36 Right. Die errechnete Startstrecke ist 2200 Meter, die Bahnlänge zur Erinnerung 2440 Meter. Barbara Paul ist der sogenannte Pilot Flying, sie steuert also die Maschine. Die Flugzeit nach Frankfurt wird wieder rund 1 Stunde betragen. Für uns Gelegenheit, Barbara Paul zu fragen, wie denn die Aufgaben im Cockpit verteilt werden. Wir nennen einen Flug von Berlin nach Frankfurt zum Beispiel ein Leg.
Und üblicherweise ist es so, dass der Kapitän am Anfang eines Umlaufs bestimmt, wer welches Leck fliegt. Das sieht dann so aus, dass den Hinflug zum Beispiel der Kapitän durchführt, den Rückflug fliegt dann der Co-Pilot. Derjenige, der nicht fliegt, arbeitet zu, macht den gesamten Sprechfunkverkehr während des Fluges und alles, was dazugehört, was eben zu den Aufgaben des nicht fliegenden Piloten gehört. Und wir haben dadurch gewährleistet, dass der Co-Pilot genauso viel fliegerische Erfahrung und Praxis hat wie auch der Kapitän. Brüssel, kurz nach 6:30. Noch während des Fluges von Mailand nach Frankfurt wurde die Crew darüber informiert, dass statt Leipzig die belgische Hauptstadt angeflogen werden soll. Wie unplanmäßige Flugzeugwechsel sind solche Änderungen nichts Ungewöhnliches und fordern von einer Flugzeugbesatzung ständige Flexibilität ab. Nach knapp einer Stunde Aufenthalt geht es weiter mit dem Rückflug nach Frankfurt und anschließend, wie geplant, mit dem Flug nach Wien. Auf dem Rückflug von Brüssel nach Frankfurt erläutert Kurt Becker, warum in den Cockpits der Verkehrsflugzeuge keine Abenteurer gebraucht werden, sondern, sagen wir, Flugmanager, die flexibel auf die an sie gestellten Anforderungen reagieren können. Es reicht nicht als Pilot, das Flugzeug zu beherrschen, einen Anflug, einen Abflug, auch die technischen Dinge zu bewältigen, sondern es gehört dazu eine Menschenführung innerhalb der Cockpit, innerhalb der Gesamtcrew, bestimmte Verfahren, wie man miteinander umgeht, seien es nun bestimmte Kommandos, die man hier gibt, seien es bestimmte Problemlösungen, die tagtäglich mehrfach auf uns zukommen. Und das alles muss Hand in Hand organisiert werden. Wir müssen alle hochdiszipliniert, weil wir nur noch zu zweit in modernen Flugzeugen sind im Cockpit, hochdiszipliniert zusammenarbeiten. Und das ist die Voraussetzung, um einen sicheren Flugbetrieb zu gewährleisten, der nicht selbstverständlich ist, der sehr viel Geld kostet, sehr viel Ausbildung. Und das allerdings hat der Passagier als Anspruch, um sicher von uns befördert zu werden. Zurück in Frankfurt. Wieder muss die Crew das Flugzeug wechseln, dieses Mal allerdings, weil der Airbus, mit dem wir bisher geflogen sind, zur Wartung muss. Ein Flughafenbus bringt die Besatzung zu der neuen Maschine, die weit abseits auf einer Vorfeldposition steht. Unsere Besatzung hat hier Zeit, eine kurze Pause zu machen. Dann, eine Viertelstunde vor der geplanten Abflugzeit, kommen die Passagiere. Die Maschine ist auf diesem Flug nur etwa zur Hälfte besetzt. Der Flug dauert 57 Minuten und als wir in Wien ankommen, ist es kurz nach 11:30. Am nächsten Tag hat die Crew bis zum frühen Abend frei. Erst um 19 Uhr geht es mit einem Flug nach Frankfurt weiter. Gelegenheit, von Wien mehr mitzubekommen als nur den Flughafen und das Hotel. Am nächsten Tag haben wir strahlendes Hochsommerwetter. Die beiden Piloten und die vier Flugbegleiterinnen, die schon vom ersten Tag an dabei sind, unternehmen eine gemeinsame Sightseeing-Tour. Zunächst geht es in das berühmte Café Sacher, wo sich die Stewardessen einmal selbst bedienen lassen können. Ach,
Ein Tag wie dieser entspricht wohl genau dem Klischee, das viele vom Beruf des Piloten oder der Stewardess haben, nämlich in der Welt herumzukommen und dabei viel Freizeit zu haben. In der Tat hat es schon einen ganz besonderen Charme, mal kurz für einen Nachmittag in Wien zu sein und einen Stadtbummel zu machen. Wir haben jetzt schon ein bisschen Zeit gehabt hier in Wien, mal ein paar Stunden, und in Barcelona und in London werden wir eher noch ein bisschen weniger Zeit haben. Manche Touren sind auch nur einen Tag lang, dass wir morgens zum Flughafen fahren und abends wieder zu Hause sind. Dann sieht man gar nichts außer den Flughäfen, aber ein bisschen Zeit bleibt, um was zu sehen, und das ist auch schön und das macht die Sache auch reizvoll. Es ist kurz nach 6 Uhr abends, als der Dienst für unsere Crew weitergeht. Wir übernehmen den Airbus, der gerade aus Frankfurt kommt, und fliegen mit der Maschine wieder zurück nach Frankfurt. Anschließend geht es noch nach London. Kaum hat der Airbus seine Parkposition erreicht, wird er von einem eingespielten Bodenpersonal versorgt. In einer Stunde muss das Flugzeug wieder startbereit sein. Um den sogenannten Turnaround in dieser kurzen Zeit bewältigen zu können, müssen die Arbeiten so weit wie möglich parallel ausgeführt werden. Während die Fracht be- und entladen wird, wird auch dafür gesorgt, dass die Piloten wieder freie Sicht haben. Wir starten heute auf der Runway 11, die genau 3000 Meter lang ist. Unter den aktuellen Bedingungen werden wir davon jedoch nur 1700 Meter benötigen. Denn unser Airbus ist nur gering beladen, sodass die Maschine bei diesem Start nur 55,7 Tonnen wiegt. Barbara Paul ist auf diesem Flug der Pilot Not Flying. Sie hat damit unter anderem die Aufgabe, mit den Worten Go bzw. Rotate die Geschwindigkeiten V1 und VR dem Pilot Flying anzusagen. VR ist die Abhebegeschwindigkeit und V1 ist die Geschwindigkeit, bei der der Start auch bei einem Triebwerksausfall auf jeden Fall fortgesetzt werden muss, weil sonst die verbleibende Bahn nicht mehr zum Abbremsen ausreichen würde. Beide Geschwindigkeiten hängen von vielen Faktoren ab und müssen vor jedem Start neu ausgerechnet werden. Kurz vor Erreichen der Reiseflughöhe beginnen die Flugbegleiterinnen mit der Arbeit in den Galleys, den Bordküchen. Weil die Maschine nicht bis auf den letzten Platz ausgebucht ist und der Flug nach Frankfurt relativ lange dauert, werden auf diesem Flug nur 4 Stewardessen eingesetzt. Bei kurzen Flügen und vollen Maschinen wird die Kabinencrew durch sogenannte Springer verstärkt. Ich habe Ihnen noch was anbieten müssen.
Es ist kurz nach 8 Uhr, als wir in Frankfurt landen. Die Maschine wiegt jetzt 3,2 Tonnen weniger als beim Start in Wien. Denn das ist die Spritmenge, die wir für diesen Flug verbraucht haben. 3,2 Tonnen, das sind knapp 4000 Liter Kerosin. Charlie Fox, After Landing. Für den Flug nach London muss dann wieder das Flugzeug gewechselt werden. Weiter geht es mit einem Airbus A321. Auf diesem Flug werden die Flugbegleiterinnen alle Hände voll zu tun haben, denn die Maschine wird voll besetzt sein. Aber noch sind alle Sitzreihen leer. Auf halbem Weg nach London. Inzwischen wird es Nacht. Ein stimmungsvoller Flug. Während in der Kabine Brötchen serviert werden, spielt sich draußen ein eindrucksvolles Schauspiel ab. Vor solchen Gewitterwolken macht selbst ein moderner Jet einen respektvollen Bogen. Glücklicherweise gibt es beim Anflug auf London Heathrow keine Gewitter mehr. Denn wäre das der Fall gewesen, hätten wir dort möglicherweise nicht landen können. Dann hätten wir einen der zwei Ausweichflughäfen anfliegen müssen, die vor jedem Flug festgelegt werden. Doch wir landen heute pünktlich um 22 Uhr Ortszeit auf der Runway 27 Left. 30, 20, retire. Retire. Es ist etwa eine Stunde später, als die Crew im Hotel eintrifft. So manchen Gesichtern ist anzusehen, dass die Arbeit an Bord eines Flugzeuges nicht nur ein Vergnügen ist. Die unregelmäßigen Arbeitszeiten, die ständigen Klimawechsel und andere Faktoren belasten den Menschen viel stärker als eine normale, geregelte Tätigkeit am Boden. Die Besatzungsmitglieder sind daher froh, sich nun etwas ausruhen zu können. Morgen werden sie um 11 Uhr zum Flughafen abgeholt. Heute, am vierten Tag des Umlaufs, stehen wieder 4 Flüge auf dem Programm. Zunächst geht es nach München, dann weiter nach Dresden, dann wieder zurück nach München und schließlich noch nach Barcelona.
Die Startzeit für den ersten Flug nach München ist 12.25 Uhr. Auf dem Weg zum Flughafen erklärt Barbara Paul, wie der Transfer zwischen Hotel und Flugzeug normalerweise abläuft. Das ist unterschiedlich. Hier in London ist es zum Beispiel so, dass wir mit diesem Bus direkt am Flugzeug abgeholt werden, mit unserem Gepäck. Wir fahren dann zu einem Seitentor, zu einem Sicherheitscheck. Wir werden dort überprüft auf unsere Ausweise, dass wir eben legal aus dem Flughafen ausreisen. Wir fahren dann in den Bus direkt zum Hotel. Wir werden am anderen Morgen, so wie heute Morgen, wieder abgeholt am Hotel und fahren wieder durch diese Sicherheitskontrolle direkt zum Flugzeug mit dem Gepäck. Das ist natürlich für uns am angenehmsten. Es gibt aber auch andere Fälle. Das war gestern in Wien. Da werden wir, nachdem die Passagiere alle ausgestiegen sind, gehen wir durch die ganz normalen Zollkontrollen, erhalten unser Gepäck an den Gepäckbändern und gehen dann aus dem Haupteingang raus, werden dort mit dem Bus abgeholt. Fahren dann zum Hotel. London Heathrow ist der größte Flughafen Europas. Für die Piloten ist das kein Vorteil, denn hier herrschen oft angespannte Verkehrsverhältnisse. Weil 8 Maschinen vor uns sind, können wir heute zum Beispiel erst mit einer leichten Verzögerung starten. Das Wetter ist inzwischen etwas regnerisch. In Deutschland herrscht jedoch Luftdruckeinfluss. Die reine Flugzeit wird rund 75 Minuten betragen. Vorhergesagt zeigt sich das Wetter beim Anflug auf den neuen Münchner Flughafen von seiner schönsten Seite. Dennoch haben sich Kurt Becker und Barbara Paul entschieden, eine vollautomatische Landung durchzuführen, um auch bei diesem Verfahren in Übung zu bleiben. Die Bezeichnung vollautomatisch ist dabei etwas irreführend. Denn abgesehen davon, dass sie den Autopiloten überwachen, müssen sie zum Beispiel immer noch das Fahrwerk und die Landeklappen manuell bedienen. Und nach dem Aufsetzen bremst die Maschine zwar automatisch, aber die Triebwerke müssen von Hand in den Umkehrschub gebracht werden. Nachdem die Maschine langsam genug geworden ist, nimmt Kurt Becker den Umkehrschub wieder heraus, indem er die Triebwerkshebel kurz nach vorne schiebt. Danach lenkt er den Airbus von der Bahn herunter und der Autopilot meldet sich mit einem Warnsignal ab. Sie haben natürlich Chancen bei einem neuen Flughafen, mit allen Schwierigkeiten, die es gibt bei der Etablierung eines solchen großen Flughafens, die Chance, effektiv auf dem neuesten Stand Einrichtungen sowohl für die Passagiere als auch Einrichtungen für den sicheren Flugverkehr zu errichten. Das ist in München geschehen. Wir haben dort 2 Bahnen, wir haben kaum Verzögerung. Wenn es Verzögerungen gibt, wetterbedingt, dann ist es nicht auszuschließen. Aber die Situation ist sehr, sehr viel besser geworden im Gegensatz zum alten Münchner Flughafen, der früher ja auch ausreichte. Und wenn man so einen Flughafen mit den neuesten Einrichtungen hat und sie Flugzeuge haben, die umweltfreundlich sind, wirtschaftlich fliegen, dann ist das
Luftverkehr Zukunft, was wir heute schon in München haben. Bevor wir nach Dresden weiterfliegen, gibt es bei der Kabinenbesatzung einen kompletten Wechsel. Auch die vier Flugbegleiterinnen, die von Anfang an dabei waren, verlassen uns jetzt. Kurt Becker und Barbara Paul müssen sich nun schnell mit der neuen Kabinencrew absprechen. Es ist kurz nach 16 Uhr, als wir auf der Runway 08 Left zum Weiterflug nach Dresden starten. Barbara Paul ist auf diesem Leg der Pilot Flying, sie steuert also die Maschine. Ein vollautomatisches Startverfahren gibt es übrigens nicht, auch nicht bei schlechtem Wetter. Starts werden, wie auch fast alle Landungen, immer manuell durchgeführt. Lufthansa 4049, Scott, climbing level 140. 4049, Scott, Radar Contact. Nachdem wir die Reiseflughöhe von rund 7000 Metern erreicht haben, befragen wir Barbara Paul zu der Situation an den Flughäfen in den neuen Bundesländern. Da hat sich eine Menge getan in den letzten 4 Jahren. Die Flughäfen, sowohl Dresden als auch Leipzig oder alle Flughäfen in den neuen Bundesländern, werden viel stärker angeflogen als noch vor der Vereinigung. Und die technische Ausrüstung der Flughäfen war verbesserungswürdig auf jeden Fall. Es ist eine Menge investiert worden. Es fängt an bei den Abfertigungsanlagen, die sind modernisiert worden für die Passagiere. Es geht weiter über die Flugsicherung bis hin zur technischen Ausstattung der Flughäfen. Zum Beispiel haben wir in Dresden in beide Landerichtungen jetzt einen Präzisionsgleitpfad, sodass wir auch bei etwas schlechteren Wetterbedingungen noch problemlos landen können. Heute ist das Wetter allerdings so gut, dass man problemlos einen Sichtanflug durchführen könnte. Doch dieses Anflugverfahren ist bei deutschen Flughäfen aus Gründen der Flugsicherung eher die Ausnahme. Und so machen wir einen normalen Instrumentenanflug. Nach der Landung ist hier nur eine sehr kurze Aufenthaltszeit von einer Dreiviertelstunde vorgesehen. Dann geht es wieder zurück nach München. Der Grund dafür, dass der Airbus A320 als eines der modernsten Verkehrsflugzeuge der Welt gilt, liegt unter anderem in der Cockpit-Auslegung. Es gibt scheinbar viel weniger Instrumente als in herkömmlichen Cockpits. Mechanisch arbeitende Geräte wurden durch Computer ersetzt. Kurt Becker erläutert während des Flugs nach München, worin die wesentlichen Unterschiede liegen. Die herkömmlichen Cockpits haben teilweise ein anderes Layout. Viele, viele Zeiger, das sieht sehr interessant aus, wenn Sie mal in der Concorde gucken. Also für einen Bastler ein Eldorado. Hier sieht alles sehr übersichtlich aus und man könnte denken, die Hälfte fehlt. Das Gegenteil ist der Fall. Sie haben die Möglichkeit, auf diesen Bildschirmen eine Fülle von Informationen sinnvoll darzustellen und auch für den Piloten erkennbar zu machen. Aber wir haben hier auch Informationen, die es auf alten Flugzeugen gar nicht gab. Ob das Bremstemperatur, ob das Gleitwinkelanzeigen oder irgendwelche anderen Dinge sind. Auch was die Aerodynamik betrifft, stellt der Airbus A320 den Stand der Technik dar. So reduzieren beispielsweise die Winglets den sogenannten induzierten Widerstand, der mit der Bildung von Wirbelschleppen an den Flügelenden einhergeht. Solche Winglets findet man inzwischen bei vielen modernen Verkehrsflugzeugen. Manchmal muss jedoch auch künstlich Widerstand erzeugt werden, so wie es beim Anflug auf München der Fall ist. Um schnell Höhe abbauen zu können, werden dann die Flight Spoiler ausgefahren.
Lufthansa 3550. Indicated 140053. Beim Anflug auf München gibt es dann wieder ganz andere aerodynamische Verhältnisse. In dieser Phase des Fluges wird durch die voll ausgefahrenen Landeklappen und das Fahrwerk ein sehr hoher Luftwiderstand erzeugt. Die Triebwerke müssen daher nun etwa 50-60% Leistung bringen. 100. Kurz vor dem Aufsetzen werden die Triebwerke dann in den Leerlauf gebracht und nachdem das Hauptfahrwerk Bodenberührung hat, werden automatisch die Ground Spoiler ausgefahren, um das Flugzeug auf die Landebahn zu drücken. Die Bewegungsenergie wird dann durch den Umkehrschub und vor allem durch die Bremsen vernichtet. Runway separation, wind 0 and 0 3 knots, clear to land, runway 0 right left. Roger, Yankee 1, right left, descend tower, 0953. In München haben wir wieder rund eine Stunde Aufenthalt, dann geht es weiter nach Barcelona. Auf dem Flug nach Spanien fliegen wir in Flight Level 350, das sind knapp 11.000 Meter. In dieser Höhe geht die Sonne etwa 20 Minuten später unter als am Boden. Obwohl es schon fast 10 Uhr abends ist, wird es erst beim Landeanflug richtig dunkel werden. Auf fast allen Flughäfen, die Lufthansa-Maschinen anfliegen, gibt es eigene Stationen, die Flugzeuge, Besatzungen und natürlich die Passagiere betreuen. Die Crew wird jetzt das Flugzeug verlassen und erst am nächsten Mittag wieder zurück nach Deutschland fliegen. Auch der Airbus wird die Nacht auf einer Parkposition hier in Barcelona verbringen. Barbara Paul ist der Pilot Flying, als wir am nächsten Tag auf der Runway 07 von Barcelona starten. Am fünften und letzten Tag unseres Umlaufs fliegen wir zunächst nach Frankfurt, dann nach Paris und zum Abschluss wieder zurück nach Frankfurt. Die Flugzeit nach Frankfurt beträgt normalerweise etwa 90 Minuten. Doch heute werden wir über 2 Stunden brauchen. Denn wenige Minuten nach dem Start werden wir von der Flugsicherung angewiesen, noch im spanischen Luftraum ein sogenanntes Holding zu fliegen. Grund: Der französische Luftraum ist überlastet. So fliegen wir also in etwa 7000 Metern Höhe eine ovale Warteschleife, die man auf dem Navigationsdisplay gut erkennen kann. Das gelbe Kreuz symbolisiert unseren Airbus und am rechten unteren Ende des Ovals befindet sich das spanische Funkfeuer Bagur, abgekürzt BGR, das als Basis für dieses Holding dient. Während Kapitän Becker die Passagiere über die Lage in Kenntnis setzt, informiert Barbara Paul die Lufthansa-Station in Frankfurt über die eventuelle Verzögerung. Sie benutzt dazu das Satelliteninformationssystem ACAS, das eine weltweite Kommunikation der Flugzeuge mit der Heimatbasis ermöglicht. Nachdem wir endlich weiterfliegen dürfen, erklärt Kurt Becker, wie es zu dieser Situation kommen konnte und welche Konsequenzen für den Flugbetrieb daraus resultieren. Wir haben ja in Barcelona zunächst eine Wartezeit bekommen mit der Erklärung, der französische Luftraum sei gesperrt für uns.
Man hat sich nun sehr bemüht, dass wir dennoch pünktlich abfliegen konnten. Das konnten wir letztendlich auch. Und dann mussten wir auf einmal vor dem französischen Luftraum eine Warteschleife ziehen für mehr als eine halbe Stunde. Äußerst ungewöhnlich. Aber da wir ja mit dem Flugzeug nicht rechts ranfahren können und parken, müssen wir also ständig fliegen und so Kreise fliegen, um eine bestimmte Zeit abzuwarten, zu der wir dann in den französischen Luftraum einfliegen durften. Das bringt sehr viel durcheinander, neben dem finanziellen Aufwand für die Firma, natürlich auch Unannehmlichkeiten für unsere Gäste, Anschlussflüge, es kommen Crewumläufe durcheinander, es kommt der Flugzeugumlauf durcheinander, viele, viele Dinge, und da muss man sich ganz schön was einfallen lassen, dass das alles wieder zusammenpasst. Und ich denke, trotz der Verzögerung, die wir in Kauf nehmen mussten in der Luft, ist es uns dennoch gelungen, für unsere Passagiere das Möglichste zu erreichen. Als wir in Frankfurt landen, ist es kurz nach 16 Uhr. Obwohl wir die Verzögerung durch die Warteschleife zum Teil wieder hereinholen konnten, ist es noch etwa 30 Minuten nach der planmäßigen Ankunftszeit. Nach der Landung rollt der Airbus zur Parkposition. Ein Kurzstreckenverkehrsflugzeug wie dieser A320 legt in einem Jahr übrigens etwa gut 20.000 Kilometer an Rollstrecke zurück. Die Flugkilometer im gleichen Zeitraum addieren sich dabei leicht auf 1 bis 2 Millionen. Bevor wir nach Paris weiterfliegen, hat Barbara Paul Zeit, kurz zu erklären, wie eine normale Flugvorbereitung der Piloten aussieht. Wir bekommen von den Flugdienstbearbeitern, von den Dispatchern, am Anfang eines jeden Fluges den Flugplan. Da stehen alle Informationen drauf, die wir brauchen. Die Strecke, den Kraftstoff, die Gewichte des Flugzeuges. Und diese Daten gebe ich in den Navigationscomputer ein. Mit den Daten aus diesem Navigationscomputer arbeitet dann später im Reiseflug auch der Autopilot. Er holt sich die Informationen aus dem Navigationscomputer heraus. Ich habe hier die Flugroute bereits eingegeben in den Navigationscomputer. Hier oben in der ersten Zeile EDDF, das ist Frankfurt, und wir starten auf der Startbahn 1.8. Wenn ich das dort eingegeben habe, dann kontrolliere ich die Flugroute nochmal auf unserem Navigationsbildschirm. Dort, wo das Flugzeug steht, ist Frankfurt, und der grüne Strich, das entspricht dann später unserer Flugroute. Wenn alle Daten eingegeben sind, auch die Flughöhe, auch das Wetter, der Wind, die Geschwindigkeiten, dann ist die Flugvorbereitung in der Phase zumindest abgeschlossen. Gut 2 Stunden später befinden wir uns im Anflug auf Paris Charles de Gaulle. Dieser Flughafen wird von der Lufthansa allein von Frankfurt aus 6-mal am Tag angeflogen. Im Gegensatz zu Frankfurt herrscht hier wieder schönes Wetter. Bei westlichem Wind landen wir auf der Runway 27. Vor dem Aufsetzen wird die Höhe in Fuß wie immer automatisch von einer Computerstimme angesagt. 300. Barbara Paul führt ein letztes Mal auf diesem Umlauf einen Außencheck durch. Obwohl wir unter Zeitdruck stehen, darf sie auch jetzt nicht nachlässig sein. Bei den modernen und perfekt gewarteten Jets der Lufthansa sind irgendwelche Beanstandungen bei einem Außencheck allerdings die absolute Ausnahme.
Nach einer Dreiviertelstunde Aufenthalt in Paris fliegen wir wieder zurück nach Frankfurt. Wir haben jetzt die Verzögerung vom Hinflug praktisch wieder aufgeholt. Kurt Becker erklärt, wie diese Zeit wieder gewonnen werden konnte und welche Rolle dabei die sogenannten Slots spielen, die im Zusammenhang mit pünktlichem Fliegen immer wieder genannt werden. Ein Slot ist ein Fenster, in diesem Fall für den Luftverkehr ein Zeitfenster. Wenn Sie einen bestimmten Kontrollpunkt, sagen wir mal um die Zeit 15.10 Uhr überfliegen müssen, dann haben Sie natürlich eine gewisse Zeitspanne, sagen wir mal von 15 Uhr bis 15.15 Uhr, müssen Sie diesen Ort überfliegen. Das nennt man einen Slot. Und wir mussten in Frankfurt sehr lang warten, weil wir einen Slot hatten, der fast eine Stunde nach unserer planmäßigen Abflugzeit lag. Wir sind daraufhin sehr schnell geflogen. Unsere Mitarbeiter der Lufthansa am Boden haben einen sehr schnellen Turnaround gemacht. Das heißt, schnelle Betankung, schnelles Entladen und Beladen der Koffer, der Fracht, auch die Passagiere, obwohl wir zweimal voll besetzt waren. Und das alles zusammen, jeder an seinem Platz, hat es uns jetzt ermöglicht, mit fast pünktlichem Anflug in Frankfurt zu rechnen. Es ist schließlich 20.10 Uhr, als wir in Frankfurt landen. Der fünftägige Umlauf mit der A320 geht zu Ende. Hinter uns liegen 16 Flüge, rund 20 Stunden Flugzeit und fast 15.000 Flugkilometer. Für Barbara Paul und Kurt Becker ist das ihr Alltag. So, liebe Zuschauer, Sie sind jetzt mit uns 5 Tage durch Europa geflogen. Sie haben eine Menge mit uns erlebt. Wir würden uns jetzt von unseren Gästen mit dem Dankeschön verabschieden. Thank you for flying Lufthansa German Airlines. Da Sie praktisch zu uns, zu Ihrer Crew gehört haben, möchten wir uns von Ihnen verabschieden mit den Worten und dem Gruß, der unter uns Fliegern üblich ist. Nämlich den Worten Happy Landings for you und ich hoffe, dass wir uns bald einmal wiedersehen. Tschüss.